stärkste 1 gegen 1 der Liga hat für mich? Ja, ich glaube, Jonathan Karlsburger ist schon, wenn er ein bisschen Anlauf hat, nicht so einfach zu verteidigen. Eines der besten finde ich von Marco Bisiak, weil ja, er für sein Alter immer noch eines der gefürchtetsten 1 gegen 1 in der Liga hat. Da nominiere ich meinen Mitspieler Tim Knäule, der hat einfach eine unfassbare Power. Omar Magnusson. Ich durfte es am eigenen Leib erfahren im zweiten Training und wer die letzten Spiele von uns gesehen hat, weiß auch Bescheid. Ich hätte jetzt mich fast gewählt, aber das mache ich nicht. Für mich Tim Knäule. Was der da in jedem Spiel abreißt, ist schon echt unglaublich. Nee, ich nehme Steffen Weinhold, weil der auch eine brutale Kraft dahinter ist. Für mich ist es Paul Drucks. Domagoj Duvnjak. Ich würde sagen Mija Sarabets. Er ist klein, schnell, wendig. Jim Gottfriedsson, vielleicht nicht unbedingt das Stärkste, aber ja, ich glaube so das Cleverste, 1 gegen 1. Also ich komme mit Sicherheit auch mit in die Favoritenrolle dort rein, aber ich glaube, da gibt es noch ein, zwei bessere. Ja, Michael Damgaard. Ja, er hat sich verletzt, aber Gisli Kristjansson, super schnell, super unangenehm zu verteidigen. Sander Sargosen. Marco Bezjak. Al Milosevic. Ich würde ja gerne mich wählen, aber da ich nicht im Rückraum spiele, würde ich sagen, Micha Sarabets. Weil er unberechenbar ist. Das stärkste 1 gegen 1 hat Omar Ingi Magnusson. Unaufhaltbar.